Noch nicht, muss sie schlafen. 2.500 Sprachen weltweit sind laut UNESCO vom Aussterben bedroht. Seit 2009 stehen auch Moselfränkisch im Süden und Rheinfränkisch, Ripuarisch-Limburgisch, also Ostsprach, in Nordeifel und Börde sowie am Mittelrhein und seinen Nebenflüssen auf der roten Liste. In Deutschland sind weitere 11 Regionalsprachen gefährdet. Mit die wenigsten Native Speaker haben Ostfriesisch unter 1.000, Nordfriesisch 10.000 und das im Spreewald und in der Lausitz gesprochene Sorbisch rund 20.000 Sprecher. Im Rheinland sprechen immerhin noch über 1 Million Menschen Ripuarisch, auch dank Blackföß, Bab, De Höhner, Brings, Wibbelstedts und Eifelgäng. Gegen das Aussterben hilft tatsächlich nur Sprechen und Singen. Wo das gefördert wird, stellt sich oft Besserung ein. Eine gezielte Politik, so die UNESCO, habe das bereits ausgestorbene Cornish in Cornwall wiederbelebt und die Sprecherzahlen von indigenen Sprachen wie Maori, Neuseeland oder Guarani in Paraguay erhöht. Mobilität und Austausch zwischen den Menschen verändern Sprachen und bedingen, dass sich auch Dialekte angleichen. Der Sprachforscher Georg Cornelissen vom Landschaftsverband Rheinland spricht von Regiolekten. Noch in 100 Jahren werden Rheinländer J statt G sagen und Ich statt Ich. Andere Wörter werden verschwinden. Solange man noch de Mul schwade wie dat wat mir kann. Vergleich Englisch to call, kalle, reden, auch immer nach Rheineifel klingen. Nur wir Stronze, wenn wir angeben, Talpe übers schneebeglänzte Feld, ob mit oder ohne Steckel, Schure, wenn wir uns bei Regen unterstellen und lasse Bälle ditschen. Nirgends sonst auf der Welt ist gerade Schnack, Matsch, Schlöter und die Türschwelle ne Dörpel. Ist ein kleiner Mensch eine Stoppe und ein noch kleinerer eine Futzstoppe. Putzt man mit einer Schrubplomb, bekommt man vom Amt ein Schriefes und macht sich noch bei Tageslicht im Hedere auf den Nachhauseweg.